Auf unserem Weg nach Osten sind wir an der Elbe angekommen. Die Elbe folgt auf ihrem Weg zur Nordsee einem Urstromtal, das sich zur Eiszeit vor dem Rand der Vereisung gebildet hat. Im Urstromtal floss das Schmelzwasser der Gletscher, dem natürlichen Gefälle folgend, nach Nordwesten. Dieser Richtung folgt jetzt der Fluss. Ganz im Gegensatz zum sandigen Boden der Geest besteht das Urstromtal aus fruchtbarer, fetter Erde, in der Getreide, Gemüse und Obst angebaut wird. In den Feuchtgebieten, wie man sie in den Flussauen der Elbe findet, können auch noch Störche genügend Nahrung finden. Storchennester sind in manchen Teilen Deutschlands sehr selten geworden. Östlich der Elbe sieht man sie noch öfters, die runden Nester auf den Dächern.